Also, willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal darüber reden, warum Zocken auf dem PC barrierefreier ist. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. Ja, der erste Grund ist, dass man eigene Scripts schreiben kann. Zum Beispiel mit dem Auto-Hotkey-Programm. Außerdem gibt es am PC mehr Eingabegeräte. Zum Beispiel also so wie Eye-Tracker, womit man mit den Augen bestimmte Funktionen von dem Spiel steuern kann oder generell aus dem PC steuern kann. Es gibt auch so eine Kinetic-Maus, mit der man mit den Bewegungen vom Gesicht am PC steuern kann. Ein weiterer Vorteil am PC ist, dass man einfach sich der Spielerguides angucken kann, nebenbei. Auch das Chatten ist einfacher, da es am PC mehr Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Discord, ja, Teamspeak oder Skype. Ein sehr wichtiger Grund ist auch, dass man die Spiele am PC meist günstiger bekommt, zum Beispiel auf Instant Gaming, Kingarene oder auch MMORPG. Es ist auch möglich, mit der Tastatur und Maus zu spielen, was auf der Konsole ja eigentlich nur mit einem Adapter möglich ist, der meistens auch nicht sehr günstig ist, sag ich mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde uns da jedenfalls der über einen Daumen nach oben, Kommentar da, aber den mal freuen. Und ja, vergiss bloß nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du eine Benachrichtigung bekommst, sobald ein neues Video online kommt. Und damit haut rein und ciao.